Willkommen zurück zu SFS Tutorial und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr BPs mit anderen Leuten teilen könnt, also wie ihr eure Sachen, die ihr halt gebaut habt, zu anderen Leuten schicken könnt, sodass ihr, dass sie diese Sachen auch nutzen können. Und dann zeige ich euch genau das Gegenteil, wie ihr von anderen Leuten diese BPs bekommen könnt und sie dann selber nutzen könnt. Dazu habe ich hier eine kleine Rakete gebaut, ist wirklich nichts Besonderes und die speichern wir einfach ab und zwar einfach als Test, ja, das macht es recht leicht. Und das war es jetzt hier auch mit SFS, wir gehen jetzt rüber in den Dateimanager und ich zeige euch, was man alles machen muss. So, da sind wir im Dateimanager, das hier ist der RS-Dateimanager, den gibt es auf Android und der ist, also ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich habe halt kein iOS-Gerät, deshalb kann ich nicht genau nachschauen, was es da für Dateimanager gibt und deshalb muss ich euch sagen, dass ihr es selber suchen müsst, ansonsten ist eigentlich alles genau dasselbe. Als erstes suchen wir nach dem Spielordner. Da tippen wir einfach den Namen ein und suchen danach. Der erste Ordner sollte richtig sein. Und ihr seht jetzt, auf Android wird das unter Android, Data und dann den Namen gespeichert. So ist es halt auf Android. Auf iOS könnte es ein bisschen anders heißen. Jedenfalls gibt es jetzt unter Files die ganzen Dateien, die wir haben können. Unter anderem gibt es eben Custom Solar. Das sind eben Sonnensysteme, die wir uns selber gebaut haben oder ähnliches. Das könnt ihr dann an eure Freunde schicken oder so. Da sind jedenfalls die Dateien drin. Dann gibt es Custom Translations, also eigene Übersetzungen. Das sind halt, ja, wo ihr selber das Spiel übersetzen könnt in einer Sprache, die es bisher noch nicht gibt. Und das könnt ihr halt auch an eure Freunde senden oder so. Und jetzt gibt es noch diesen Ordner, der heißt Saving. Und da sind nochmal zwei interessante Sachen drin. Einmal natürlich die Baupläne und einmal die Welten. Die Welten sind natürlich ganz interessant, wenn ihr irgendwas Tolles gemacht habt und das euren Freunden zeigen wollt, könnt ihr die Welten da rausholen und dann verschicken. Und dann haben wir hier eben die Baupläne und das öffnen wir mal. Da sind halt einfach die ganzen Baupläne und wir suchen mal nach Test. Da ist es, wir haben es gefunden und so leicht geht das eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch auf diese drei Punkte da, auf mehr. Und dann eben teilen. Wir können es dann über WhatsApp oder E-Mail oder Discord oder irgendeine Cloud an andere weitergeben. Und so einfach kann es gehen. Es sind natürlich eine ganze Menge, die ich hier habe, aber da ist auf jeden Fall der Test. Und so sollte es bei euch auch funktionieren. Kommen wir als nächstes zum Importieren. Da ist tatsächlich kaum ein Unterschied. Ihr müsst euch im Grunde genau dasselbe machen, nur rückwärts. Das heißt natürlich als erstes müsst ihr euch den Ordner wieder suchen und das war ja in Spaceflight Simulator, also Android, Data, Spaceflight Simulator, Files und so weiter und so fort. Jedenfalls suche ich das hier nochmal auf, da haben wir wieder den Ordner und dann haben wir die Files und wenn wir da drauf gehen, dann haben wir hier die ganzen Sachen wieder, Saving und Blueprints. Das ist der Ordner, wo ihr es dann reinmachen wollt. Wenn ihr Welten habt oder so, dann natürlich an einen anderen Ort. So, dann gehen wir jetzt mal zu Downloads, weil ich mir das da kurz reingeschoben habe, damit ich euch zeigen kann. Wir wählen das jetzt aus, ja, und dann verschieben wir es genau in den Ordner. Auf iOS kann das natürlich, wie schon gesagt, anders sein. Dann müsst ihr euch leider selber bisschen darüber informieren. Jedenfalls klicken wir hier jetzt auf Verschieben und dann gehen wir auf Android, auf Data und oh, das war ein bisschen zu weit. Wir gehen nach unten und da ist auch dieses tolle Icon dabei, dass wir es gleich erkennen. Klicken drauf auf Files, auf Saving und auf Blueprints und dann speichern wir das einfach da drin ab und es wurde verschoben. Dann gehen wir wieder zurück und ihr seht, der Test ist drinne, das heißt, es hat auf jeden Fall geklappt. Und jetzt werden wir auch mal gleich ausprobieren, ob das wirklich funktioniert hat und ob man das noch laden kann.
wieder zurück in SFS. Dann klicken wir mal hier rauf auf Bauplan laden und dann sollte jetzt da Test sein. Dann laden wir das einmal und ihr seht, das wurde geladen und wir haben erfolgreich das Blueprint importiert. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.